klassisches Unboxing von einem Zoom H2. Als klar war, dass wir letztes Jahr auch die Vorträge filmen würden auf der Amiga 37, wurde ein zweiter Audiorekorder nötig. Es gibt diverse tolle Geräte dafür. Doch seit vielen Jahren nutze ich bereits ein H2 der Firma Zoom. Der Kleinanzeigenmarkt bot auch gleich einen an, der so gut wie neu verpackt war. Alter, sehr gut funktionierender Technik ein Zuhause bieten, weiter zu nutzen und davor zu bewahren, entsorgt zu werden, genau mein Ding. Und damals gab es noch richtig Zubehör fürs Geld. Und mit damals meine ich Ende 2007, Anfang 2008. Jipp, das Gerät ist so alt, dass es nur für eine 512 MB SD-Karte reichte, die man mitgeliefert hat. Das H2 nimmt unter anderem in den Formaten MP3 und WAVE auf. Dies kann es sogar mit bis zu 4 Kanälen gleichzeitig, da in dem kleinen Handrekorder 4 Mikrofonkapseln verbaut sind. Die Qualität war für den Preis von ca. 300 Euro unschlagbar. Die Kopfhörer hingegen sind kompletter Mist und hier lösen sich auch schon die Polster auf. Da das H2 vor allem durch Audioeingänge und nicht via Mikrofone aufnehmen soll, sind sowohl Audiokabel wie auch Stromadapter perfekt für unser Use Case. 9 Volt, 300 mA liefert das Netzteil und der Stecker wird 5,5 mm im Durchmesser haben. Das Gerät von Zoom kann auch als USB-Audio-Device genutzt werden, dafür gibt es ein Oldschool-USB-Kabel. Dieser flauschige Fingerhut ist ein Pop- bzw. Explosive-Schutz, der harte Laute abschwächen soll. Dieses Stängeli kann unten ins H2 geschraubt werden und erlaubt so das bequeme Festhalten oder die Mikrofonständermontage per Clip. Einen Tischständer gibt es neben einer Stofftransporttasche auch noch. Das Gewinde ist im Übrigen genormt, somit kann man das H2 auf jedem gängigen Stativ montieren. An meinem Ur-H2 ist die SD-Klappe schon längst Geschichte. Sie verkantet sich leicht und ist das erste, was innerhalb von wenigen Wochen Nutzung abbrechen kann. Ich hoffe, ich kann diese Klappe sehr viel länger am Leben halten. Power on the Go liefern 2 Doppel-A-Batterien. Die Schalter und Taster sind fummelig und das Display übersichtlich, aber relativ klein. Dafür bekommt man aber auch ein Powerhouse an Audiotechnik. Der kleine Kollege hier hat sogar ein Metronom und Gitarrenstimmer eingebaut. Hier mal zum Vergleich das alte H2 im Kondomschutz. Es hat schon vieles mitgemacht, tut aber immer noch seinen Job. Dieses Gerät ist inzwischen ein Klassiker und hat die Firma Zoom bekannt gemacht.